Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden planen, vertreten, zusammenfassen, wiederholen, vorschlagen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor, fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz planen. Plan yapmak, planlamak, tasarlamak anlamına geliyor. Präsent, ich plane. Ben tasarlıyorum. Ich plane. Ich plane. Präteritum, ich plante. Ben tasarlıyordum, tasarladım. Ich plante. Ich plante. Perfekt, ich habe geplant. Ben tasarladım. Ich habe geplant. Ich habe geplant. Tekrar edelim. Ich plane. Ich plane. Ich plante. Ich plante. Ich habe geplant. Ich habe geplant. Futur 1. Ich werde planen. Ben tasarlayacağım. Ich werde planen. Ich werde planen. Futur 2. Ich werde geplant haben. Ben tasarlamış olacağım. Ich werde geplant haben. Ich werde geplant haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geplant. Ben tasarlamıştım. Ich hatte geplant. Ich hatte geplant. Tekrar edelim. Ich werde planen. Ich werde planen. Ich werde geplant haben. Ich werde geplant haben. Ich hatte geplant. Ich hatte geplant. Örnek cümlemize geçelim. Wir planen im nächsten Winter einen Skiurlaub in Österreich. Önümüzdeki kış Avusturya'da bir kayak tatili planlıyoruz. Tekrar edelim. Wir planen im nächsten Winter einen Skiurlaub in Österreich. Wir planen im nächsten Winter einen Skiurlaub in Österreich. Diğer fiilimiz vertreten. Birini temsil etmek, birinin yerini tutmak anlamına geliyor. Vertreten düzensiz bir fiildir. Präsens, ich vertrete. Ben temsil ediyorum. Ich vertrete. Ich vertrete. Präteritum, ich vertrat.
Ben temsil ediyordum, temsil ettim. Ich vertrat. Ich vertrat. Perfekt. Ich habe vertreten. Ben temsil ettim. Ich habe vertreten. Ich habe vertreten. Tekrar edelim. Ich vertrete. Ich vertrete. Ich vertrat. Ich vertrat. Ich habe vertreten. Ich habe vertreten. Futur bir. Ich werde vertreten. Ben temsil edeceğim. Ich werde vertreten. Ich werde vertreten. Futur 2. Ich werde vertreten haben. Ben temsil etmiş olacağım. Ich werde vertreten haben. Ich werde vertreten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte vertreten. Ben temsil etmiştim. Ich hatte vertreten. Ich hatte vertreten. Tekrar edelim. Ich werde vertreten. Ich werde vertreten. Ich werde vertreten haben. Ich werde vertreten haben. Ich hatte vertreten. Ich hatte vertreten. Örnek cümlemize geçelim. Die Chefin war für eine lange Zeit im Urlaub. Während ihrer Abwesenheit hat Herr Schmidt sie vertreten. Müdür uzun bir süre için izindeydi. Onun yokluğunda Bay Schmidt onu temsil etti. Tekrar edelim. Die Chefin war für eine lange Zeit im Urlaub. Während ihrer Abwesenheit hat Herr Schmidt sie vertreten. Die Chefin war für eine lange Zeit im Urlaub. Während ihrer Abwesenheit hat Herr Schmidt sie vertreten. Diğer fiilimiz zusammenfassen, özetlemek anlamına geliyor. Zusammenfassen ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich fasse zusammen. Ben özetliyorum. Ich fasse zusammen. Ich fasse zusammen. Präteritum, ich fasste zusammen. Ben özetliyordum, özetledim. Ich fasste zusammen. Ich fasste zusammen. Perfekt. Ich habe zusammengefasst. Ben özetledim. Ich habe zusammengefasst. Ich habe zusammengefasst. Tekrar edelim. Ich fasse zusammen. Ich fasse zusammen. Ich fasste zusammen. Ich fasste zusammen. Ich habe zusammengefasst. Ich habe zusammengefasst. Futur bir. Ich werde zusammenfassen. Ben özetleyeceğim. Ich werde zusammenfassen. Ich werde zusammenfassen. Futur 2. Ich werde zusammengefasst haben. Ben özetlemiş olacağım. Ich werde zusammengefasst haben. Ich werde zusammengefasst haben. Plusquamperfekt. Ich hatte zusammengefasst. Ben özetlemiştim. Ich hatte zusammengefasst. Ich hatte zusammengefasst. Tekrar edelim. Ich werde zusammenfassen. Ich
werde zusammenfassen, ich werde zusammengefasst haben, ich werde zusammengefasst haben, ich hatte zusammengefasst, ich hatte zusammengefasst. Örnek cümlemize geçelim. Für die Abschlussprüfung muss man einige Bücher aus der Weltliteratur lesen und sie zusammenfassen. Final sınavı için dünya edebiyatından bazı kitapları okumanız ve özetlemeniz gerekir. Tekrar edelim. Für die Abschlussprüfung muss man einige Bücher aus der Weltliteratur lesen und sie zusammenfassen. Für die Abschlussprüfung muss man einige Bücher aus der Weltliteratur lesen und sie zusammenfassen. Diğer bir örnek cümlemiz. Nach dem Ende der Besprechung fasste die Assistentin alle Informationen in einem Bericht zusammen. Asistan toplantı sonunda tüm bilgileri bir raporda özetledi. Tekrar edelim. Nach dem Ende der Besprechung fasste die Assistentin alle Informationen in einem Bericht zusammen. Nach dem Ende der Besprechung fasste die Assistentin alle Informationen in einem Bericht zusammen. Diğer bir fiilimiz wiederholen. Tekrar etmek, tekrarlamak anlamına geliyor. Präsens, ich wiederhole. Ben tekrar ediyorum. Ich wiederhole. Ich wiederhole. Präteritum, ich wiederholte. Ben tekrar ediyordum, tekrar ettim. Ich wiederholte. Ich wiederholte. Perfekt, ich habe wiederholt. Ben tekrar ettim. Ich habe wiederholt. Ich habe wiederholt. Tekrar edelim. Ich wiederhole. Ich wiederhole. Ich wiederholte. Ich wiederholte. Ich habe wiederholt. Ich habe wiederholt. Futur bir. Ich werde wiederholen. Ben tekrar edeceğim. Ich werde wiederholen. Ich werde wiederholen. Futur iki. Ich werde wiederholt haben. Ben tekrarlamış olacağım. Ich werde wiederholt haben. Ich werde wiederholt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte wiederholt. Ben tekrarlamıştım. Ich hatte wiederholt. Ich hatte wiederholt. Tekrar edelim. Ich werde wiederholen. Ich werde wiederholen. Ich werde wiederholt haben. Ich werde wiederholt haben. Ich hatte wiederholt. Ich hatte wiederholt. Örnek cümlemize geçelim. Um neue Wörter zu lernen, solltest du sie mehrmals wiederholen. Yeni kelimeler öğrenmek için onları birçok kez tekrarlamalısın. Tekrar edelim. Um neue Wörter zu lernen, solltest du sie mehrmals wiederholen. Um neue Wörter zu lernen, solltest du sie mehrmals wiederholen. Diğer bir örnek cümlemiz. Man sollte aus seinen Fehlern lernen und sie nicht wiederholen. Hatalardan ders almalı ve tekrarlamamalı. Tekrar edelim.
Man sollte aus seinen Fehlern lernen und sie nicht wiederholen. Man sollte aus seinen Fehlern lernen und sie nicht wiederholen. Diğer fiilimiz vorschlagen, bir şey teklif etmek, önermek anlamına geliyor. Vorschlagen ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich schlage vor. Ben teklif ediyorum. Ich schlage vor. Ich schlage vor. Präteritum, ich schlug vor. Ben teklif ediyordum, teklif ettim. Ich schlug vor. Ich schlug vor. Perfekt, ich habe vorgeschlagen. Ben teklif ettim. Ich habe vorgeschlagen. Ich habe vorgeschlagen. Tekrar edelim. Ich schlage vor. Ich schlage vor. Ich schlug vor. Ich schlug vor. Ich habe vorgeschlagen. Ich habe vorgeschlagen. Futur bir, ich werde vorschlagen. Ben teklif edeceğim. Ich werde vorschlagen. Ich werde vorschlagen. Futur iki, ich werde vorgeschlagen haben. Ben teklif etmiş olacağım. Ich werde vorgeschlagen haben. Ich werde vorgeschlagen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte vorgeschlagen. Ben teklif etmiştim. Ich hatte vorgeschlagen. Ich hatte vorgeschlagen. Tekrar edelim. Ich werde vorschlagen. Ich werde vorschlagen. Ich werde vorgeschlagen haben. Ich werde vorgeschlagen haben. Ich hatte vorgeschlagen. Ich hatte vorgeschlagen. Örnek cümlemize geçelim. Sie schlug vor, die Party im nächsten Sommer zu machen. Partiyi önümüzdeki yaz yapmayı önerdi. Tekrar edelim. Sie schlug vor, die Party im nächsten Sommer zu machen. Sie schlug vor, die Party im nächsten Sommer zu machen. Bu dersimizde planen, vertreten, zusammenfassen, wiederholen, vorschlagen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.